wunderbar. Fast wunderbar. Er hat noch was für uns. In meiner Schmiede fertige ich die feinsten Hufeisen an. Ah, als Androido-Mitglied der... Er ist Androide? Der Beschützer Aidins liegt es mir am Herzen, diese Insel vor Ausbeute zu bewahren. Wenn ich dich also jetzt noch ein wenig wertvollen Jovik-Stall frage, möchte ich besonders betonen, dass ich ihn mit größter Sorgfalt und Verantwortung benutzen werde. Ich danke dieser Insel jeden Tag für die wundervollen Geschenke, die an uns Insulaner gibt. Ich kann heute nicht mehr lesen, ehrlich. Das muss an meiner Erkältung liegen. Hufeisen, die aus Jovik-Stahl gefertigt wurden, können deinem Pferd Flügel verleihen. Ah, das hört sich gut an. Früher wurde dieser Stahl in der Demaskus-Schmiede in Westen abgebaut. Nimm diese Hacke und bring mir 5 Brocken Stahl. Ach, das ist bestimmt der Stahl, den wir oben gesehen haben. Du wirst großzügig belohnt werden. Ja, ich hoffe mit ein paar neuer Hufeisen. Das ist bestimmt in dem Moment. Stahl. In die Richtung. Doch, das ist aber da oben. Es ist aber... von hier komme ich da nicht ran, oder? Nee, von hier komme ich da, glaube ich, nicht ran. Ah, guck mal, so einfach könnte man jetzt auch um die Fähnchen reiten. Das, was ich beim letzten Mal nicht geschafft habe. Moment, jetzt ist es hier links. Können die sich jetzt mal entscheiden? Nee, das ist hier drin, oder? Nee, ach, Moment. Da ist auch ein Stern. Ein Stern, ein Stern. Stopp, 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 stopp. Wir nehmen den Stern. Komm, komm. Komm, geh mal 2 Schritte nach vorne. Ja, genau so. Genau so. Du hast einen Stern gefunden. Okay, finde Picknickkorb. Was für ein Picknickkorb? Worum geht es? Ich habe keine Ahnung. So, also da drin ist das auf jeden Fall. Ich glaube, wir mussten jetzt doch irgendwie hier links rum. Ich glaube, wir waren doch auf dem richtigen Weg, wenn ich das hier so richtig sehe. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Doch jetzt richtig, oder? Dark Fighters Club hört sich auch gar nicht so schlecht an. Aber gut, nachdem der gute Name mich anscheinend nicht mehr haben will oder so, keine Ahnung. Ja, soll mir auch egal sein. Ich meine, ich bin... Aha, au, 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 Entschuldigung. Ich habe auf die andere Seite geguckt und bin voll gegen den Felsen gerannt. Ich schätze mal, dass... Oh, oh. Oh oh. Nein, ich back jetzt hier auch noch im Felsen rum, oder was? Willst du mich veräppeln? Springen kann er jetzt auch nicht. Mist. Ah, ah, ich bin wieder draußen. Ich bin wieder draußen. Okay, 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 okay. Es ist sehr gefährlich hier bei Star Stable. Stopp, stopp, nicht so schnell. Geh noch ein Stückchen weiter. So. Dann lassen wir erstmal unsere Tolli... unsere Tolli, genau. Unsere tolle Sunny Princess hier erstmal stehen. Wieso bin ich hier schon wieder im Schleichmodus? Minenhacke. Habe ich denn... Doch, ich habe eben eine bekommen, ne? Genau. Kann ich das nochmal benutzen? Nee. Ich soll wahrscheinlich nur das Feinste benutzen. Heißt, dass ich nur die Oberfläche abkratzen soll oder so. So, nein. Ach. Es ist aber auch komisch, dass man sich immer erst drehen muss, bevor man irgendwo hingehen kann. Das ist schon ein bisschen komisch gemacht. Also die Steuerung, so wie sie hier ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist sehr einzigartig. Weil in keinem MMO, und ich habe jetzt wirklich schon einige gespielt, ja, ist die Steuerung so... Ja, wie soll ich das sagen? Eigenwillig wie hier. Ich finde das Spiel unheimlich toll, muss ich dazu sagen, irgendwo. Es ist echt süß gemacht. Aber ich hätte mir gewünscht, dass ich echt mit einem Controller oder so hier spielen kann.
Es ist wesentlich einfacher als so. Und das sage ich, obwohl ich alle MMOs bisher immer mit Tastatur und Maus nur gespielt habe. Wo laufe ich jetzt eigentlich hin? Moment. Ich wollte doch eigentlich zu dem Typen wieder zurück. Genau, da. Ich habe gerade irgendwie so völlig keine Orientierung mehr in diesem Gegend. Aber okay. Ist ja auch nicht schlimm, weil man muss dann ja auch mal so ein bisschen so die typischen Anfängerfehler sehen. Ich wollte eigentlich gerade stoppen. Wieso hast du jetzt, bist du jetzt abgestiegen? Naja. die Reinheit dieses ich kann heute wirklich nicht mehr lesen. Die Reinheit dieses Metalls ist traumhaft. Lass mich damit beginnen, Hufeisen für dein Pferd zu schmieden. Ja. Sie werden dich sicher und schnell tragen. Das wird ein klein wenig Zeit beanspruchen. Also vergiss nicht, später wiederzukehren. Wiederzukehren, was für ein Wort. Und nachzuschauen, ob ich schon fertig bin. Ja, das machen wir doch gerne. Ich habe nur keine Ahnung, wann ich wiederkommen soll. Schauen wir mal eben, da hinten haben wir noch Ausrufezeichen drin. Das ist so links von mir. Aber ich glaube, das ist... Nee, das ist nur hier für die Rennen, ne? Ja, das sieht aus, als ob das nur für die Rennen ist. So, da wollen wir auch nicht hin. Ach, das ist da hinten am Leuchten. Halt, stopp. Haben wir nicht für ihn schon gerade irgendwas getan? Haha, ich habe den Eindruck, ich könnte diesen fiesen Kerl bis hier schreien hören. Jetzt habe ich etwas mehr Zeit. Genau das, was ich gebraucht habe. Jetzt müssen wir dieses schreckliche GED-Schild nicht mehr sehen. Yes. Oh, ich bin Level aufgestiegen. Oh, sehr schön. Ich kann nochmal mit dem reden. Ich muss nur beweisen, dass mir das Land auch wirklich gehört. Dann kann ich Herrn Campbell aufhalten. Es gibt da eine Besitzurkunde für die Moorlandstelle, die mein Vater vor über 50 Jahren von der Baroness von Silverglade erhalten hat, die im Schloss wohnt. Ich kann die Dokumente hier nicht finden, aber ich glaube, dass unsere alte Buchhalterin, Frau Holzwurf, wissen müsste, wo sich die Besitzurkunde befindet. Sie weiß alles über unser Geschäft. Sie ist letztes Jahr in Rente gegangen und verbringt ihre Tage jetzt damit, sich um die Blumen vor ihrem kleinen Haus zu kümmern. Entschuldigung. Geh zu ihr. Sie kann dir bestimmt sagen, wo die Dokumente sind. Okay. Du findest sie im kleinen roten Holzhaus außerhalb der Stelle, nahe am Stall. Am Strand. Also. Oh, es ist also im Moment... Ich muss auch dazu sagen, ich habe heute ziemliche Migräne. Und außerhalb der Stelle... Kann mich jetzt irgendwie gerade auch so gar nicht richtig konzentrieren, aber ich möchte es trotzdem machen. Östlicher Hang. Wahrscheinlich ist es das hier, oder? Dieses Blödes da nichts beisteht. Da stehen immer nur Koordinaten bei. Aber das mit dem Reiten. Ich glaube, das war das mit dem Springen. Das könnte ich auch nochmal machen. Also die Diamond irgendwas da, die verfolgen mich ja heute doch sehr. Nein. Stopp. So. Ach so, Pferde tränken. Ja. Das ist aber doch was, was ich schon gemacht habe. Aber ich... Gut gemacht, Susanne? Ach so, ich hätte das hier abschließen müssen. Ach, dann habe ich gestern gar nichts bekommen, kann das sein? Das ist ja doof. Ja, natürlich kannst du hier mit Sunny Princess übernachten. Es kostet ein bisschen, aber wenn du aufwachst, ist dein Tag vergangen. Das möchte ich aber nicht. Nein, möchte ich nicht. Nein. Wieso ist denn hier so ein komischer Strahl drin? Das würde ich gerne wissen. Was ist das? Hallo? Oder ist das nur das mit dem Übernachten hier? Das kann natürlich auch sein. So, also das funktioniert wirklich, wenn man hier draufhaut, habe ich gerade festgestellt. Was ist das denn? Ah, da ist jemand.
Dich kenne ich noch gar nicht. Nein, du sollst nicht stehen bleiben, du solltest nur langsamer werden. Danke. Oh, oh, ah, ah. Ich sag ja, komische Steuerung. Wenn man ein bisschen schneller werden will... Oh, brennt das Haus gerade ab? Das sieht so komisch aus. Hallo, meine Liebe. Was kann ich für dich tun? Das weiß ich nicht. Ach so, das ist die Frau, wo wir hin sollten, glaube ich. Kann das sein? Hm, lass mich mal nachdenken. Ich glaube, es gab mal eine Besitzurkunde, aber sie ist vor ein paar Jahren verloren gegangen. Als Thomas Morlands Frau Catherine bei der Geburt ihres Kindes starb, verlor Thomas jegliches Interesse an Papieren und Unterlagen und wollte nur noch Zeit mit seinen Pferden verbringen. Sämtliche Unterlagen wurden in eine Truhe gepackt und zu Catherines Vater geschickt. Es ist gut möglich, dass sich die Besitzurkunde in dieser Truhe befindet. Ihr Vater ist Jasper Holbrook und das Kind, das geboren wurde, ist natürlich Justin. Jasper gibt Thomas die Schuld für Catherines Tod und sie hat seit 20 Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. Es ist eine Tragödie, dass dieser Streit bereits so lange anhält, aber falls jemand die Urkunde hat, ist eines der alte Jasper. Es wird allerdings nicht leicht werden, ihn davon zu überzeugen, sie herzugeben. Du findest den alten Jasper entlang der Straße, die nach Port Pinta führt. Ganz in der Nähe einer Wand. Drücke M auf der Tastatur. Kleines grünes Ausrufungszeichen. Okay. Viel Glück. Es ist echt schlimm auch für die Stimme, die ganze Zeit so eine alte Stimme nachzumachen. Southern Hunters gibt es auch noch. Oh, die sieht ja mal richtig toll aus. Oh, und das Pferd. Ich liebe so Black Beauty mäßig. Ich liebe diese ganz schwarzen Pferde. Leider habe ich keins gesehen. Nur so ein, naja, nicht wirklich schwarzes. Die ist aber doch bestimmt auch schon... Ja, die ist schon Level 12. Die hat sich das bestimmt irgendwo gekauft. So, dann schauen wir mal nach. Also hinter mir. Achso, weiter rechts. Da ist ein grünes Fragezeichen, ja. Nehmen hier mal eine Abkürzung. So, mal schauen. Da sind jetzt zwei Ausrufezeichen. Hier ist ein gelbes, da wollen wir gleich auch noch hin. Und hier sollte eigentlich jetzt irgendwo... Ach, da hinten. Da ist er. Ja, fast. Gehst du noch einen Schritt? So, so, so ist brav. Tja, du hast mich gefunden. Und jetzt kannst du auch schon wieder gehen. Pah, was kümmert es mich, ob die Morlandställe abgerissen werden? Dieser Ort hat meine Tochter umgebracht und ich hasse die Morlands schon seit 20 Jahren. Wenn du glaubst, das ändern zu können, kannst du es gerne versuchen. Aber es wird dir nicht helfen. Ja, mache ich gerne. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich machen soll, aber... Moment, muss ich nochmal mit ihm sprechen? Nee, weil da ist jetzt noch ein gelbes Zeichen drin. Was ist denn das hier? Kann man da rein? Kann ich da mit Pferd rein? Du musst vom Pferd absteigen. Okay, kann ich nicht mit Pferd rein. Okay. Okay. Das gefällt mir so gar nicht. Ich hasse Spinnen, wenn ich ehrlich bin. Wobei ich ja schon gehört habe, dass die Spinnen hier drin, also zumindest die, die man sammeln kann, doch sehr cool sind. Nein! Hallo! Ich wollte nicht rausgehen. Hallo! Hä? Ich denke, hier kommt man rein. Ach so, dieses Blaue. Damit geht man dann raus, okay. Aber da hinten, das sieht so aus, ob man das nehmen kann. Oder so. Kann ich da... Kann ich nichts von nehmen? Moment, da war gerade. Kann ich auch nichts machen? Oder bin ich zu weit weg? Da ist doch eine Hand.
ist keine Hand mehr. Hä? Okay. Kann ich hier irgendwie runter? Oder komme ich quasi von unten? Also Leute, ich denke mal, dass der ein oder andere vielleicht schon etwas erfahrener in dem Spiel ist als ich. Hier komme ich irgendwie gar nicht durch jetzt. Vielleicht könnt ihr mir sagen, was das hier mit diesem, mit dieser komischen Scheune auf sich hat. Oder ob ich da später nochmal hin muss. Ich weiß es ja nicht. Ich gehe jetzt erstmal raus. So. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir dieses komische Ausrufe... Aber ich soll doch hier rechts rum, oder nicht? Hm. Oder ist das jetzt dieses Ausrufezeichen? Die andere Person, die ich eben gesehen hatte. Da hinten. Ach, das ist okay. Okay, schon verstanden.